Hallo und willkommen zurück zu Assassin's Creed, wo wir nochmal dieselbe Quest prinzipiell machen dürfen. Willkommen zurück und freut euch auf den gleichen Content, den ihr schon hattet. Na, es ist ja nicht exakt dasselbe. Na gut. Kaufen wir jetzt erstmal wieder eine andere Waffe und habe hoffentlich genug. Ja, 2000 kostet der zu verbessern. Also im Keller gefällt mir der graue mehr, aber ich glaube, den weißen könnte ich als Boden benutzen. Warte mal, was? Das sind jetzt beide oben? Das habe ich ja noch nie erlebt, dass die beide auf der Seite sind. So, zwei Attentate vom Vorsprung. Dann latschen wir jetzt schnell zu dem anderen Typen da hoch. Okay, das war gerade ziemlich eng mit dem Typen. Wieso werden überall Leute alarmiert? Ich meine, was zur Hölle? Wie soll mich Leute von 50 verschiedenen Stockwerken gesehen haben? Ich bin verschwunden. Gut, kein Alarm wurde ausgelöst. Kann ich jetzt wieder oben reingehen? Oh, gut, dass die Waffe so stark ist. Sind die Gegner dann mal tot? Und da machen wir jetzt noch hier das hier aus. Dann befreien wir den komischen Typen da. Bevor wir den Gegner geplündert haben. Oh, ach so, der, warte mal, der lebt ja noch. So, jetzt lebt er nicht mehr. Du bist schon noch anwesend, oder? Durch den Riesling aber nur. Du redest mit deinen Zuschauern, nicht mit mir. Ja, aber du kannst dich doch auch einbringen, wenn du schon da bist. Ach, Scheiße. Ja. Naja, gut. So. Servus, Mister. Ich habe sie befreit. Laufen Sie weg von Ihrer Frau. Ich will Ihnen nichts Gutes. Sagt er irgendwas Spannendes? Hat sich bedankt. Oh, na gut. Stellt nicht in Frage, wer ich überhaupt bin. Naja, warum auch? Mesdames et Messieurs, ich möchte euch bei der Kommandantin. Heute Nacht feiern wir einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zur Freiheit. Chin. 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 Chin.
Zauberband auf. Gibt es Probleme? Nein, Madame. Und mein Ehemann? Ist sicher, Madame. Gut. Nein, es gibt keine Probleme. Nur jemand, der dich umbringen wird. Ist der Anzug neu? Sehr vorteilhaft. Ah ja, da ist ja immer noch ihre Garde. Ja, weißt du, was mich so ein bisschen gestört hat bisher? Weil ich eigentlich erwartet habe, dass das noch kommt, aber es nicht gekommen ist. Erinnerst du dich dran, dass du in Sequenz 4 oder 5 einen Templer auf einem Friedhof oder so gekillt hast? Wo du vorher alles leerräumen durftest, bis er kommt und so? Weißt du das noch? Ich weiß nicht, was du meinst. Ich bin jetzt wieder in der Sequenz. Aber die kann ich ja nicht skippen. Ich kann sie nicht skippen. Darf ich drüber reden? Von mir aus. Wegen Verbrechen gegen den der Templer wollte ja verhindern, dass dieser Germain den Templerorden übernimmt und wollte ja, dass Elise die neue Anführerin wird. Und du hast ihn getötet, weil du nur mitbekommen hast, der Typ sammelt Waffen für irgendwas. Und ich habe mich eigentlich die ganze Zeit auf die Szene gefreut, wo Elise dann fragt, ja, wo ist denn der Dings? Und Arno dann sagt, ja, sorry, den habe ich gekillt. Aber das kommt einfach nicht. Ja, vielleicht kennt ihr ja den gar nicht so genau. Was? Das sind beste Freunde. Woher weißt du denn das? In einem Atemzug die Szene hattest du bereits, wo du verspricht er bei mit, ihrer Umsetzung zu helfen. Also bevor du Elise zum Orden bringst, als du sie quasi rettest vor diesem Attentat, da fragt sie dich nach diesem Typen. Und Arno sagt nicht, den habe ich ermordet, sondern einfach nur, der wird nicht kommen oder so ähnlich. Und sie fragt nicht nach, ich habe eigentlich ja schon erwartet. Ich höre Lava, glaube ich. Blubbert ja total. Also ich blubber dich gerade auf jeden Fall nicht an. So, ich möchte jetzt bitte alle Punkte haben. Da ist einer. Oh, da dingeln die Glocken. Ich grabe mich. Ich habe mich echt zu einem Lavasee gegraben. Ja, wenn du das unbedingt willst. Kann ja nichts für. Aber das ist sehr gut. Energie unterm Haus. Ja. Ich denke, es wird doch etwas zu hässlich. Das ist doch schönes Vanilla. 16x16. Ja, so kürzt doch. Ich möchte wenigstens 32 haben. Vielleicht erkenne ich den Weizen dann auch. Der ist doch erkennbar. Genau. Gut genug erkennbar. Voll komisch. Ich habe hier nur diesen roten und diesen weißen Marmor oder was das sein soll. Wo ist der andere? Wo ist der graue? Du meinst Andesit oder Granit? Oder was? Ja, ich meine Andesit. Aber weißt du, was schräg ist? Ich habe 49 Andesit im Inventar. Das ist mehr als Bruchstein im Inventar. Das heißt, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich baue Bruchstein ab, aber es muss irgendwo Andesit gewesen sein. Wie zur Hölle erkenne ich denn den? Mein Gott, der hat zwar ein ähnliches Aussehen, aber der ist doch nicht exakt gleich. Bitte, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Mein Treppenhaus muss voll davon sein. Oh ja.
Ich erkenne es. Nice. Ich wollte mich schon beschweren und doch einen weißen Keller machen, weil ich den nicht finde, aber der ist ja überall. Die sind random verteilt. So, glaube ich, relativ gleichen Werten. Ich glaube nicht, dass da eins leer ist. Er ist nicht ganz so sauber wie der klare Klarstein, was weiß ich, wie der heißt. Was für ein Klarstein? Der Bruchstein ist ja, also Cobblestone, wie nennt man den? Wenn er, wenn ich ihn in den Ofen schmeißen würde? Stone. Das ist kreativ. Es gibt aber, glaube ich, noch einen Stein, der kommt, wenn du Steine in den Ofen schmeißt. Tja, was? Ja, ich glaube, da gibt's noch einen. Egal, ich habe jetzt jedenfalls doch genug von dem Stein, den ich brauche. Es regnet draußen. Ja, das kann halt passieren. Wo ist dein Problem? Es ist halt so trübe Stimmung. Regen hat eine ganz normale, freundliche Regenstimmung. Ja, wenn das freundlich ist für dich. Klar. Ich glaube, das sind alles nur Ausgänge, wo ich hier hinlaufe. Naja, egal. Dafür war es nicht unbedingt wert zu sterben, aber naja. Nicht jetzt hier die ganze Zeit dingelt. Ja, wie machst du das denn? Ja, was? Das ist so dingelt. Ja, den mit ihren Glocken. So, das machst du nicht mit Absicht. Der Glöckner von Notre Dame und so. Ah, jetzt check ich, es sind nicht mehr alle Fenster offen, deswegen kriege ich einen Weg vorgehable. Aber die Haupteingangstür ist doch noch offen, oder? Nein, die ist auch zu. Ja, das ist gerade einiges. Deswegen sind die alle markiert, die Ausgänge, weil es nur ein paar bestimmte gibt. Ach so. Ist ja merkwürdig, kann mich echt nicht dran erinnern, wie ich rausgekommen bin. Die haben alle möglichen Fenster geschlossen. Aber warte mal, wenn das da hinten ein Eingang ist und ich jetzt draußen bin, dann mache ich erstmal die. Sabotiere ich erstmal die eine Glocke hier. Auch wenn das nicht die ist, die dingelt. Wer auch immer hier dingelt. Kann ich zumindest sagen, ich war der, der zu jedem Ausgang gelaufen ist, auch wenn es sich nicht rentiert hat. Und es noch ein paar extra gekostet hat. Dafür bist du jetzt wirklich gestorben. Ja, im Endeffekt ja. Ach du Scheiße. So, Alarmglocke ausschalten. Das sind Sitzplätze. Legendärer Phantomumhang. E fortsetzen. Die Flucht ist die nächste Quest. Direkt daneben ist ein Aussichtspunkt, wo ich mich hinporten kann, wenn ich ihn angeklickt bekomme. Ich glaube, ich hole erstmal mein Geld ab. Aber wenn das jetzt nicht voll ist, dann weiß ich auch nicht. Mach die Quest, die ist witzig. Was für eine Quest? Die nächste, die Flucht. Ach so. Die ist relativ schnell erledigt. Du weißt, dass die schon kommt. Soll ich die einfach verraten? So, komm mal mit. Du hast ja scheinbar schon davon gelesen. Na, wobei die Zuschauer wissen. Gelesen? Egal, ich sag nichts, mach sie einfach. Tu ich lesen? Keine Ahnung, wie du gespoilert wurdest über Unity, wenn du es nicht gelesen hast. Liest man eine Timeline? Timeline? Wenn sie nicht im Videoformat ist, sondern im Bild, dann ja. Im Bild.
Glaubst du, ich hätte das dann gelesen, was da steht? Wenn es nur eine Timeline ist, wo die Reihenfolge von Spielen dasteht? Mit Sicherheit. So, jetzt muss ich erstmal hier runterjumpen. Traktor, könntest du dich bitte fallen lassen? Okay, dann machen wir die Quest mal. Bitte was? Keine Zeit für Erklärung! Renn! Oh mein Gott! Was haben die falsch gemacht? Frage ich mich auch. Werden wir aber nicht erfahren, scheinbar. Ich meine, das passiert mir auch manchmal, aber normalerweise komme ich denen. Ja, ihr überlegt euch ja auch was ganz Gutes. Nein, nein, nein. Ich fürchte nicht. Diese älteren Modelle sind dem Wind völlig ausgeliefert. Und davon haben wir viel zu viel, um es wagen zu können, fürchte ich. Nun, und dieses spezielle Modell ist... Was glaubt ihr, was ihr da macht? Kommt auf der Stelle da raus! Kapp die Seile! Ich decke dich! Oh je! Darf jetzt ich die Seile... Ah! Aua! Kannst du mich auch bitte gescheit decken? Au! Oh mein Gott! Sie sagt, ich decke dich, oder werde ich geschlagen, wenn das nicht das Seil abkappe? Ich kann nicht jeden erschießen, Dennis. Da war das zu viel. Ich habe keine Heilung mehr dabei, muss ich sagen. Die habe ich in der letzten Mission verschwendet. Aua, meine Fresse, Mann! Pack dich! Vorsicht! Nach dem Wasser! Okay, habe ich schon mal einen Kopfschuss gemacht. Sie wird dir später die Kills klauen. Dafür kann ich dir sagen. Habe ich jetzt alle umgebracht? Wieso müssen wir denn jetzt noch weggehen, wenn ich jetzt alle umgebracht habe? Nur noch eins! Wäre auch egal. Dann fliegen wir halt trotzdem. So, ich muss noch reinspringen. Ich komm zu dir! Was? Warte da! Mein Gott, flieg die schnell weg! Okay, auf nach oben! Das ist wirklich schön hier oben! Das solltest du sehen! Oh, was du nicht sagst! Der Wind wird stärker! Beeil dich! Ja, nicht den Boden berühren! Mit ihr Schritt halten, okay. Hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du wieder runterkommst? Was ist das? Auch nach unten geht es meist von allein! Da ist es! Oh. Wir werden bald die Dächer ausgehen! Ich hoffe, du hast einen Plan! Zählt zusehen und lachen, wenn du in den Fluss abstürzt auch! Strengt euch mal an! Die können die aber nicht abschießen, oder? Der Ballon geht nicht runter. Wo gehst du hin? Weil die schießen ja alle auf sie. Oh. Halte dieses Ding auf! Du, komm sofort runter! Lass mich in Ruhe, ihr Gegner. Ich muss dem Scheißdrecks Ballon hinterherlaufen. Dabei darf ich nicht die Dächer verlassen. Sag mal, schießt die zurück? Ah ja, die schießt zurück. Okay, lustig. Ja, die stiehlt dir jetzt Kills, also. Ich hoffe, du hast deine schon. Hä, wieso denn? Ich brauch doch keine. Ah, okay, ich dachte, Headshots wolltest du. Hä? Ach so, das war vorher schon. Ja, passt schon. Hä, wieso wollte ich Headshots? Ich kenne keine Quest, dass ich Headshots wollte. Stand das irgendwo? Dann habe ich das falsch im Kopf. Ich dachte, das hättest du vorhin vorgelesen.
Ich habe gesagt, ich kann die nicht alle headshotten, als sie mich verfolgt haben. Weil ich meine, das ist ja die einzige Art und Weise, gegen die effektiv zu kämpfen, ansonsten schlägt mich ja einer von denen. Das ist er! Was ist passiert? Das Seil hat sich verfangen! Das Seil hat sich verfangen? Ja, dann kann ich doch jetzt einsteigen, oder nicht? Stopp! Du versuchst es. Komm hier hoch! Arno! Geht es dir gut? Ich versuch's ja nicht mal. Oh gut, ich bin nicht auf dem Boden gelandet, ich bin im Heuhaufen gelandet. Nein, geh doch nicht auf den Boden! Hallo. Alles gut! Anhalten! Na gut, dann zählt das jetzt wohl nicht mehr. Doch auf mich abgesehen. Ach, jetzt ist sie wieder aktiv, okay gut. Ist eine lange Geschichte! Oh, so. Sorbonne-Bezirk. Oh, das war fast ein bisschen zu tief für meinen Geschmack. Aber egal, der ist ja nur 28 Meter weg. Wir haben keine Zeit für sowas. Ja, ich lauf doch schon. Boah, ich hoffe, dass keiner von denen auf mich schießt. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Kommst du nun oder nicht? Du bist die ganze Zeit anbrüllt. Nachladen! Nochmal! Arno! Ich kann ihn nicht bremsen! Ich kann auch nicht schneller laufen. Wir sind schon fast beim Fluss! Ich komme! Dahin gehen, okay, spring! Los, halt dich fest! Nächstes Mal plane ich den Fluchtweg. Wunderschön. Von hier oben sieht es gar nicht so aus, als ob sich die Nation entzweit. Kann es jemals wieder so werden, wie es einmal war? Sag's mir. Glaub nicht. Nach allem, was geschehen ist. Allem, was verloren ging. Also, das war's dann. Der Lauf der Geschichte auf ewig verändert und es führt kein Weg zurück. Vielleicht gibt es kein Zurück. Aber voranzuschreiten ist nicht unbedingt ein Ende. Elise, ich... Du hast geschummelt. Du warst zu langsam. Ich liebe dich. Vorfahren. Ah, ist ein Seil eingeschlafen. Oh, das Ding ist gelandet. Ich musste los. Du sahst so friedlich aus, ich wollte dich nicht aufwecken. Je t'aime. Eh. Leute. Keine schlechte Landung. Ja, direkt an der Ecke so. Holen. Bestimmt. Wir müssen schon jemand holen. Ja, genau. Hey, Melifu. Der Weg des Hungers, habe ich das richtig gelesen? Oh, werde ich wieder desynchronisiert. Mhm.
Hörst du mich? Entschuldige die Tonqualität. Wir haben ein Signalrauschen wie von einem Wasserfall. Es sieht nicht gut aus. Ich will mit noch einem Tech-Boost, bevor ich die Verbindung verliere. Ich schicke jetzt die Daten. Ich ramme gerade einen Dieb! Assistentfähigkeit freigeschaltet. Ja, danke. Hä, muss ich das jetzt skillen oder was? Es geht instant das Menü auf. Schloss knacken. Gut, der Schleichen-Skillbaum ist jetzt komplett voll. Im Nahkampf haben wir Gnadenstoß. Wenn er am Boden liegt. Tut er das nur, wenn ich ihn ramme? Oder unter welchen Umständen liegt er überhaupt am Boden? Wer? Ja, der Gegner! Wenn du eine Lanze benutzt und gedrückt hältst, haust du sie immer runter. Hast du mir nicht zugesehen? Nein. Okay, eine verbesserte Phantomklinge. Dann skill ich mal mehr Gesundheit, dickes Fell. Jetzt habe ich noch 3 Punkte. Ich glaube, damit kann ich mir nicht mal wirklich was kaufen. Du bist nah am Ziel, also halte durch. Wir konnten den genauen Zeitpunkt und Ort von Germains Tod nicht bestimmen. Also musst du es selber tun. Bishop out. Okay. Oh, ich bin ja auch drinne. Okay. Die hat ja also einfach nur zu mir geredet, oder was? Ach so. Ja, du hast jetzt nur alle Skills freigeschaltet bekommen. Kein Weglaufen-Ding. Kommt erst nach Kapitel 11. Ja, gut. So, erstmal Muni aufladen, dann rede ich wieder mit dem Typen. Servus. Ausgegenstände voll. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's im nächsten Part. Bewertet nicht vergessen und Tschüssikowski. Tschüss.